Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Eigentlich, was heißt eigentlich? Ich filme hier gerade so ein bisschen weiter nach hinten. Normalerweise seht ihr ja hier immer ein bisschen meinen Schrank, aber die Sonne blendet gerade wieder furchtbar schlimm und dann dachte ich mir, mache ich das Video lieber ein bisschen weiter zurück. Spülmaschine läuft im Hintergrund, ich hoffe, das stört jetzt nicht so sehr. Immer dann, wenn ich irgendwas mache, naja. Ich habe ein kleines Päckchen bekommen und zwar von der Moni aus Österreich. Ist doch Österreich, oder? Oder Schweiz, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, es ist eine Duftwachskünstlerin. Kennt man bestimmt, das ist Blue Moon. Und ich hatte davon mal ein paar immer in Tauschpäckchen drin. Hab dann mit Sarah Sophie geschrieben. Sarah Sophie ist meine, kennt ihr ja, ne? Bin gerade dabei, mit diesem Messer das Paket aufzumachen. Sie ist meine Hilfe, wenn es um Sachen Custom Ordern geht und so weiter bei Handmade-Wachsgießerinnen, wo ich noch nicht ganz genau weiß, wie funktioniert das überhaupt alles. Also ich habe vor ungefähr ein Dreivierteljahr habe ich mich mit Sarah Sophie per WhatsApp, haben wir uns dann halt Sprachnachrichten und so weiter geschickt und sie hat mir dann so ein bisschen was über die einzelnen Wachsgießerinnen erzählt. Ich sag mal, bei Doris muss man ja bei Custom, es muss dann einfach nur Glück haben, also Doris Duftstübchen, dass man ein Custom-Körbchen verlost bekommt. Bei Bea's Wax Bakery, sie macht die ab und zu mal auf. Ich habe das beim letzten Mal, habe ich es nicht verpasst. Ich habe es mitbekommen bei Facebook. Allerdings, meine Schränke platzen ein wenig aus allen Nähten. Nichtsdestotrotz mache ich natürlich weiterhin, wie ihr seht, ne? Aber diese Sachen hier, die waren ja schon vor ungefähr 8 Monaten, hatte ich sie in eine Custom Order reingeben, also eingetragen, weil bei Moni ist das nämlich so, wenn ich das jetzt so richtig sagen kann, ich bin da selber noch nicht komplett drin, vor allen Dingen Moni verkauft nur über Facebook, sie hat keine Internetseite, deswegen ist das immer ein bisschen schwieriger, vor allen Dingen gerade für mich, ich habe da so viel Hilfe gebraucht, aber in dieser Facebook-Gruppe sind so liebe Mädels, das ist der Hammer. Also sie haben mir dann halt ein bisschen geholfen, wie das funktioniert und dann habe ich mich halt bei verschiedenen Düften eingetragen. Es sind auch noch, glaube ich, 3 Düfte, stehen immer noch in der Liste, aber das dauert halt, bis Moni die gegossen hat. Dann habe ich mir gedacht, komm, ruf schon mal ab, dann kostet das zwar 5 Euro, weil ich wollte eigentlich, gucken, dass ich auf 60 Euro komme, damit der Versand frei ist. Habe dann halt jetzt dann doch gedacht, komm, ruf deine Sachen ab, weil es ist dann halt so, dass man über, ich habe dann halt meine Liste auf dem Handy, also man bekommt, glaube ich, über die Cloud, macht die Moni das, glaube ich, dass man dann halt eine Excel-Tabelle bekommt, wo deine Liste, wo deine, deine Düfte sind, die du gerne haben möchtest und was sie bereits fertig hat. Und dann kannst du immer gucken, wie viel, wann rufe ich ab. Und dann habe ich jetzt die Tage abgerufen, habe bezahlt und jetzt ist mein kleines Päckchen gekommen, das wollte ich euch jetzt zeigen. Wie gesagt, mein allererstes Mal bei Moni. Und da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt drauf. Also ich sag mal so, ich finde immer, Monis Wachs hat so einen Eigengeruch. Allerdings, wenn der, finde ich zumindest, wenn das in der Lampe ist, verschwindet der. So, und mein Duftkästchen sieht jetzt so aus hier. So, da schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall sehr neugierig drauf. Ich habe hier auf jeden Fall einmal den, hier Blue Moon, so sieht das aus. Ich habe mich gerade geschminkt und mit der Sonne, ich habe das Gefühl, ich habe so einen Schleier auf den Augen. Naja, auf jeden Fall, Ghost war halt von Game of Thrones eine Edition. Und Ghost ist ja der Schattenwolf von Jon Schnee. Und ich war natürlich irgendwie, ich hab den jetzt mittlerweile schon mal bekommen und zwar aus einem Tauschpäckchen. Das fand ich zum Beispiel total cool, natürlich. Hab den aber noch nicht ausprobiert, immer noch nicht. Weil, wenn man viel hat, ne, man muss ja immer gucken. So, das sind halt diese typischen Pralinen von Moni. Sie gießt die dann halt immer zweifarbig. Und hier rieche ich auf jeden Fall diese Wachsnote raus. Aber ich finde, der hat was Kuriges, was für mich ja oft überhaupt nicht so schön ist. Aber ich probiere den mal aus. Also, weil die Duftbeschreibung, ich kann mich nicht mehr erinnern, was die Duftbeschreibung war. Die hat mir schon sehr zugesagt. Deswegen habe ich mir davon 6 Pralinchen gießen lassen. Und das war, glaube ich, so eine Spezialsache. Die musste die gar nicht gießen. Die hatte sie und dann hat sie alle verteilt unter diejenigen. Ja, ich glaube, bis zu 10 Stück pro Person durfte man oder so. Ich bin mir gerade da nicht mehr so sicher. So, dann geht es weiter. Das hier war ein Monatsduft. Das ist auch immer so, dass sie jeden Monat auch einen Duft anbietet, der halt abgestimmt wird von den Zuschauern, was ich, also beziehungsweise
von uns. Und dann kann man dann halt abstimmen und den nimmt die dann halt als Monatsduft und da kann man sich dann halt mit eindecken oder auch nicht. Und da habe ich hier vier Pralinchen, habe ich mir dann halt in mein Körbchen geben lassen. Und das ist, Love Affair. Und das ist halt rosa-lila gegossen. Ja, also dieses Wachs, das hat für mich immer so einen Food-Eigengeruch. Keine Ahnung. Ich muss die wirklich, warm testen, um euch zu sagen, wie die riechen für mich. Aber ich glaube, da ist was Beeriges drin. Also fruchtig, blumig, beerig. Aber ihr werdet auf jeden Fall davon hören in meinen Verdüftel-Videos. So, dann haben wir nochmal Pralinen. Und zwar, da bin ich sehr neugierig drauf. Das ist nämlich Sandalwood. Ja, und da riecht man es. Da riecht man dieses warme Hölzerne. Da bin ich gespannt drauf. Aber nichtsdestotrotz auch dieser Geruch. Aber ich finde es, mal gucken. Ne, wie gesagt, ich hatte jetzt in den letzten Monaten habe ich, glaube ich, bestimmt 10 verschiedene Düfte davon im Badezimmer. Also in meinem anderen Badezimmer, wo ich morgens immer drin bin, habe ich oft eine Praline bestimmt 5 Tage am Stück in meiner elektrischen Duftlampe am Stück brennen gehabt. Und es hat wirklich immer noch gerochen. So, das sind die Goodies, die zeige ich euch gleich. Dann haben wir hier, genau, man kann zum Beispiel ab 50 Gramm kann man sich so Customs dann halt gießen lassen. Da habe ich mir nämlich zum Beispiel, ich habe gesagt, einfach irgendeine Form, das war mir egal. Da habe ich Kamille Lavender genommen. Und das sind Hello Kitties, glaube ich. Wartet. Ja, es sind Hello Kitties. Ich persönlich bin ja kein Hello Kitty-Fan, aber das finde ich natürlich trotzdem sehr süß hier, ne? Oh, hier riecht man's. Als erstes kommt mir der schöne Lavendelgeruch. Das ist ein richtig krautiger Lavendel hier bei Moni. Der ist schön. Oh, den muss ich direkt bald noch ausprobieren. Der ist schön. Hm. Hier, der ist zum Beispiel, es steht hier am 1.8. gegossen worden. Sehe ich gerade. Der hier am 13.7. der Sandalwood. Der hier, der Love Affair, ist mir schon von Juni gewesen. Und der Ghost von Mai. Genau. Deswegen wollte ich jetzt abrufen. Aber der Kamille Lavender, der ist richtig schön. So, dann habe ich hier Warum habe ich denn hier Edding am Finger? Naja, dann habe ich Ivory Woods. Alles, was mit Woods ist, ne, kennt er mich ja. Da bin ich ja Feuer und Flamme für. Und die sind ja süß. Guckt mal, das sind einmal Häschen und dann sind da auch noch Karöttchen. Die zeige ich euch gleich. Oh ja, der ist schön. Der ist sehr holzig und waldig. Der ist schön. Oh ja, also erstmal hier die kleinen Häschen und dann haben wir hier noch... Ja, das Wachs ist auch sehr weich. Das erinnert mich gerade ein bisschen so an Traumdüfte. Das ist nämlich auch so weich. So, auf jeden Fall so kleine Karöttchen. Sehr süß. Also diese 50 Gramm Tütchen, hier übrigens gegossen am 17.8. Diese kleinen Tütchen, 50 Gramm, die kosten bei ihr 4,50. Finde ich voll und ganz okay. Ich glaube, so eine Praline 60 Cent, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. So, dann haben wir hier... Sind das nicht Sachen, die ich eigentlich... Ach, guck mal, Ich meine, das sind eigentlich Sachen, die ich eigentlich erst später hätte bekommen können. Wartet. Ich habe nämlich hier meine Cloud. Kann ich euch mal zeigen, dann wie das auch aussieht? Nee, ist richtig, doch. Ja gut, hier abrufbar steht jetzt zum Beispiel... Oh Gott, wenn man das überhaupt sieht. Abrufbar steht hier nichts mehr. Aber ich habe jetzt zum Beispiel noch Cashmere Cream, Fresh Cut, Christmas Tree und Boston Tea Party hier drin. Ja. Das sind halt so Düfte, die, ach, dann habe ich drin, die halt noch gemacht werden müssen. Aber das hätte ich jetzt nicht gewusst. Also hier ist zum Beispiel Rosengarten. Da habe ich wahrscheinlich 100 Gramm von genommen, weil das ist eine große Tüte. Und Brittles habe ich da eingetragen. Aber schade, das sind nicht so Brittles, oder? Oder sind das Brittles? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich da eingetragen habe. Auf jeden Fall ist das so eine, ich sag mal, so eine zerbrochene Tafel, würde ich jetzt mal fast schon behaupten. Ich habe gedacht, ich würde jetzt so kleine Brittles kriegen. Ja, der ist schön. Hier rieche ich auch nicht so diese... also ein bisschen rieche ich jetzt zwar auch das Wachs, aber der ist richtig toll. Der hat was Minziges, aber auch dieses Rosen. Was Kühles, was diese Rose ist da drin. Oh ja, also die sehen übrigens so aus, wie ich das gerade gezeigt. Oh ja, der gefällt mir aber auch sehr. Der gefällt mir. Ich glaube,
wenn das 100 Gramm sind, habe ich dafür, glaube ich, 8 oder 9 Euro bezahlt. So, dann haben wir hier so ein Tütchen. Das finde ich natürlich sehr süß, weil ich stehe total auf diese Beutel, ne? Da haben wir Oatwood. Ja, da gucken wir doch mal. Und das ist jetzt gerade erst gegossen worden, sehe ich gerade. Es ist vom 5.10. Das ist so ein Ding hier. Und, ah, okay, ich glaube, das sind auch auf jeden Fall auch Breadlots. Ja, die sehen so aus. Die sehen auch schön aus, ne? So, wie so eine Waffel. Ja, es riecht auf jeden Fall so, so ein Tabakholzwald. Aber ohne Blätter. Also hier ist wirklich das reine Holz zu riechen. Mhm. Ja, doch. Finde ich gut. Wird ausprobiert, definitiv. Ich mache das wieder hier dran. Ich hoffe, das kriege ich jetzt auch anhieb hin. Also die haben, glaube ich, auch 8, 9 Euro gekostet. Das sind nämlich auch auf jeden Fall 100 Gramm. So, und jetzt kommen nämlich noch ein paar Goodies. Da habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Goodies. Da haben wir Sweet and Swaggy. Swaggy, Swaggy. So. Mhm. Der riecht angenehm, sehr sogar. Auf jeden Fall süß, ja. Und ein bisschen nach Kaugummi. Ja, gefällt mir gut. Ich muss mal ganz kurz was wegmachen gehen. Ich sehe da gerade was an der Wand. Ja, da war eine Spinne. So, genau. Auf jeden Fall Swaggy, Sweet Swaggy oder so. War auf jeden Fall doch gut. Dann haben wir Frosted Cherry. Ich hoffe übrigens, das Licht ist ganz gut, weil ich sehe hier gerade in meinem Display nicht viel, weil es ist so hell. Oh, der ist schön. Also sieht übrigens so aus. Ist so eine ganz kleine Mini-Pfote mit so einem ganz süßen Herzchen da drauf. Oh, der ist schön. Der hat auch was ganz Kühles, aber diese Cherry-Note ist so schön. Ah, mal eine ohne Marzipan wieder. Ich bin ja Gott sei Dank, finde ich jetzt in letzter Zeit doch ein paar Kirschdüfte ohne, Düfte ohne Marzipan. Der ist auch sehr schön. Hm. Ja. Dann haben wir hier, oh, guck mal, wie süß, Starbucks Coffee Irish Cream. Oh mein Gott, ich glaube, das wird nichts für mich sein, weil ich habe damals mal von Yankee Candle Irish Cream gehabt und da ist mir fast wirklich die Galle hochgekommen, weil das wirklich total nach Rum oder ja, so nach Irish Cream halt, nach Alkohol gerochen hat. Fand ich nicht so schön, aber ich bin hier gespannt. Da hat die Moni mir so ein bisschen Brittles hier eingepackt. Okay, also mir kommt gerade nicht die Galle hoch, wie ihr seht. Aber es ist sehr stark Kaffee, was mir gefällt. So für die Küche finde ich. Ich bin nämlich immer auf der Suche nach so Küchendüften, weil so Kuschelduft und so finde ich in der Küche nicht so toll. Da nehme ich oft so Minze und so weiter. Der ist sehr Kaffee. Aber ich rieche da jetzt, glaube ich, keine Irish Cream. Vielleicht doch, aber ich trinke sowas ja nicht. Doch, der gefällt mir gut. Also dafür, dass es ein Kaffeeduft ist, weil ich bin ja jetzt nicht der Kaffeeduft-Mensch, aber finde ich gut. So, dann haben wir Sir Brienne. Das ist auch cool, weil das ist nämlich auch ein Game of Thrones Duft. Weil Sir Brienne ist nämlich, Brienne von Tarte ist eine, Ritterin wird sie erst später. Aber sie ist halt eine sehr groß gewachsene Frau, die richtig kämpfen kann, ja. Und nicht dieses typische. Oh, was ich ja mal so schlimm finde bei Marvel oder sowas, ja, die Frauen, die Superheldinnen, die tun ja immer so, als hätten die solche dicken Eier, ne? Ich finde das furchtbar, also dieses, ja, ich bin so tough und ich bin so cool, ne? Also, das gucke ich mir total ungern an, so Frauenpower, wo die dann auch noch so raushängen lassen, ich bin so cool. Finde ich immer furchtbar. Und Brienne ist so eine ganz, die ist einfach sehr groß, womit die wahrscheinlich immer Probleme hatte und ist auch jetzt gerade nicht im die, ich sag mal, 0815 Schönheit, wobei ich sie auch nicht gerade hässlich finde. Aber sie ist halt nicht das typische Weibchen aus Game of Thrones, ne? Und sie wird dann später, wird sie dann halt, ja, ich sag mal, von ihrer großen Liebe wird sie dann halt zum Ritter gekürt, ne? Und deswegen Sir Brienne. Oh, und der gefällt mir. Der gefällt mir sogar besser als Ghost. Der hat was Zitriges, was Parfümiges. Doch, der gefällt mir sehr gut. Jetzt habe ich mir da Lippenstift dran geschmiert. Wollte schon essen. Doch, sehr schönes, sehr schöner Duft. Dann haben wir hier Marshmallow Fluff. Das ist wahrscheinlich was Süßes.
Ja, sehr. Das ist mir zu süß, glaube ich. Aber ich glaube, ich probiere es trotzdem aus. Und er ist wirklich extrem. Man riecht das, wenn du wirklich ein Marshmallow beim Feuer hältst und das dann so weich wird und du ziehst das so mit dem Finger ab und steckst es in den Mund, dann hat das ja dieses etwas Rauchige natürlich. Und genau so riecht das. Das riecht schon gut, aber das ist sehr intensiv. Und ich bin ja jetzt nicht so die Süße, aber es riecht wirklich gut. Gut auf meine Art und Weise, wie ich Marshmallow gut finden kann. Lemon Icebox Cookies. Da haben wir, glaube ich, so kleine, was sind das? Kätzchen? Ich hole mal eine raus. Aber erstmal so. Und zwar, was sind das denn? Kätzchen? Sind das Kätzchen? Ich weiß es nicht. Nein, der ist überhaupt nicht meins. Das ist halt wirklich dieses typische Lemon Pound Cake mäßige. Das ist einfach nur wirklich Zitronenkuchen mit, also der Teig und ja, nee, mach ich nicht. Das ist nicht so meins. Aber das war's. Mein Kartönchen ist leer. Ich freue mich jetzt auf diese Düfte. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr mit bei meinem Unboxing beim ersten Mal Blue Moon dabei wart. Ja, Dankeschön fürs Einschalten, ihr Lieben. Ciao!